Nennen Sie die Schritte einer systematischen, kürz mal ab, einer systematischen Personalentwicklung. Die Schritte einer systematischen Personalentwicklung. Das sind vier Schritte. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Der erste Schritt ist wie immer eine Ist-Analyse. So fängt es immer an. Ja, eine Ist-Analyse. In dem Fall ist der erste Schritt die Ermittlung des Bedarfs. Na, des Bedarfs. BE. Ermittlung des Bedarfs, also des Personalentwicklungsbedarfs, des PE Personalentwicklungsbedarfs. Der zweite Schritt ist die Planung der Maßnahmen. Ja, hier gibt es ja viele, viele Maßnahmen, je nachdem, welcher Bedarf vorliegt. Der dritte Schritt ist die Umsetzung. Etwas militärisch kann man hier auch Durchführung sagen. Und der vierte Schritt ist die Kontrolle. Die Kontrolle der Effektivität und der Effizienz. Also haben wir das richtig getan und haben wir es richtig getan? Wobei ich immer hier dazu sage, Kontrolle wird mehr und mehr zu einem laufenden Controlling, einem laufenden Steuern. Also schon während der Maßnahme muss man überlegen, ob man hier nicht vielleicht gegensteuert, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man das sich vorstellt. Bei der Maßnahme zum Beispiel kann man sich die Feedbackbögen der Teilnehmer mal anschauen nach dem ersten Tag und stellt fest, der Dozent kommt überhaupt nicht an. Und da wäre die Maßnahme, dass man hier schon gegensteuert. Also nicht, die Tendenz geht dazu, nicht mehr am Ende zu kontrollieren, was hat es gebracht, war es das Richtige, sondern laufend zu steuern. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.